Mein nächster Gast ist jemand, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat als Finanzminister. Er ist aber auch jemand, der wirklich weiß, was es heißt, innerhalb einer Partei, um das zu kämpfen, was er damals die Beinfreiheit nannte. Er hat sie zum Teil bekommen und wir wollen von ihm wissen, was würde er denn tun als Bundesfinanzminister gegen die Inflation und woran liegt es, dass seine Partei, die SPD, inzwischen in Umfragen hinter der AfD liegt. Herzlich willkommen, der ehemalige Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Hallo Herr Steinbrück, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Wir haben gerade eben die 77% erwähnt, die nicht zufrieden sind mit dem Regierungshandel. Da sind 22% in derselben Umfrage, die sind zufrieden. Gehören Sie zu den Zufriedenen? Nein. Ich würde ja Ihre Urteilsfähigkeit und die aller Zuschauerinnen und Zuschauer beleidigen, wenn ich jetzt plötzlich in ein Lobgesang über diese Ampelregierung fallen würde. So. Man kann ja das Nicht-Lob dividieren. Das eine ist sozusagen der öffentliche Streit. Wie viel, glauben Sie, macht der aus bei der Kritik an dieser Ampel? Das lässt sich nie messen. Aber dass eine zerstrittene Regierung, die auch gegenseitig häufig provoziert, übrigens, wie ich finde, auch durch den jüngsten Vorstoß mit Blick auf die Abschaffung des Ehegattensplittings, da lässt man nicht so einfach mal so einen Heißluftballon starten, ohne die damit verbundenen Fragen sehr genau abzuwägen. Ist ein SPD-Chef, ne? Ja, es soll mich ja nicht hindern, meinen Eindruck zu vermitteln. Oder absolut möchten Sie, nicht, dass ich lang... Ich wollte Sie nur daran erinnern. Als Einschub, das verbindet sich mit sehr grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Fragen. Selbst wenn sich konzentriert werden soll nur auf die Belastung der neuen Ehen, das wiederum berührt einen Gleichheitsgrundsatz und würde auch neue Ehen ja mit erheblichen Mehrsteuerausgaben belasten. Mhm. Aber der Punkt ist ja, es muss einen solchen Streit geben, der auch unterschiedliche Positionen wahrnimmt. Aber in der gemeinsamen Durchsetzung von Zielsetzungen muss es eine klare Vorababstimmung geben, so dass man dann mit einer einig gestellten Lösung in die Öffentlichkeit geht. Also der Kanzler scheint sein Prinzip zu haben, wie er diese Dinge löst. Wir haben beim Heizungsstreit gesehen, dass es sehr lange eine Debatte gab. Dann irgendwann mal vor 4 Wochen dachten alle, die sei jetzt gelöst, die Ampel einig und das Gesetz kommt vor dem Sommer durch. Und der Kanzler hat in diesem Moment Zuversicht ausgestrahlt und hat den Streit, der davor war, so kommentiert. Im Winter müssen wir unsere Häuser heizen. Und das wird auch anders werden, so Stück für Stück, was die Frage betrifft, wie wir das machen. Deshalb ruckelt es ein bisschen. Aber heute hat es sich, glaube ich, zu Ende geruckelt. Es ruckelt ein bisschen. Wäre das Ihre Wortwahl so gewesen? Ja, ich glaube nicht, dass ich ihm da ähnlich bin. Mhm. Wie würden Sie das denn in Ihren Worten sagen, was da war? Ich glaube, dass trotz der Empörung und der Erregungswellen, die durch diese Republik gegangen sind, der Ansatz und die Zielsetzung dieses Heizungsgesetzes völlig richtig gewesen sind. Unbestreitbar. Mhm. Das heißt, am Anfang hätte ich mir vorgestellt, dass es einen sehr überzeugenden kommunikativen Aufschlag gegeben hätte, des Kanzlers und der beteiligten Minister, die versuchen, dieser Republik zu erklären, dass wir neue Formen des Heizens brauchen als einen der zentralen Beiträge für den Schutz des Klimas. Das Zweite wäre gewesen, dass ich die Kommunen gebeten hätte, Wärmepläne aufzustellen, in denen sie den Bürgerinnen und Bürgern Angebote machen, wie sie dann dazu beitragen können. Und gleichzeitig den Bürgern die Wahlmöglichkeit eröffnet hätte, entweder nach diesen Wärmeplänen die Angebote wahrzunehmen oder eine eigene Wahl zu treffen. Das Dritte wäre gewesen, dass ich allen Bürgern von vornherein Klarheit gegeben hätte, dass niemand seine Heizung zum 1. Januar 1924 rausreißen muss. Und was ist? Sondern dass es in dem Augenblick, wo es einen Ersatz geben muss, er in der Tat klimaschonendere Heizungen einbauen müssen. Und das hätte parallel verbunden werden müssen mit einem Förderprogramm, das je nach der Bedürftigkeit die damit verbundenen Umstellungskosten erträglich gemacht hätte. Was ist denn Ihre Vermutung, warum das nicht genauso von 1 bis 4 dann gemacht worden ist? Da war ein sehr brennender Ehrgeiz, auch von einem zuständigen Wirtschaftsminister, der mit einem sehr ehrgeizigen Prozess in die Öffentlichkeit gehen wollte, teilweise darunter gelitten hat, dass der auch durchgestochen wurde. Mhm. Und in der Art der Kommunikation des Vorgehens diesen Vorstoß Diskreditierung offengestellt hat. Und darauf sind natürlich andere Medien und insbesondere auch der politische Gegner gesprungen, wobei die CDU, CSU bisher ja substanziell nichts Gleichwertiges zu bieten hat.
trotzdem, es ist ja auch die FDP draufgesprungen. Das ist nicht der politische Gegner, sondern der politische Freund in derselben Koalition. Hat ja dann auch genau dieselbe Stimmung gemacht gegen dieses Heizungsgesetz. Wo war der Kanzler eigentlich? Also was erwartet man dann von jemandem, der die Richtlinienkompetenz hat? Muss man ihm vorwerfen, er hat es zu lange laufen lassen, ist zu spät da rein, hat zu spät auch dann letztlich dann die Handbremse gezogen und erklärt. Ja, man kann ihn einerseits nicht für die Inanspruchnahme der Richtlinienkompetenz kritisieren, wenn er es tut, was ihm ja passiert ist. Und anschließend beklagt man sich darüber, dass er nicht auch sehr formal seine Richtlinienkompetenz wahrnimmt. Aber ich gebe zu, jemand, der gesagt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie, der muss in dem Augenblick, wo es notwendig ist, auch die Führung dann in der Tat wahrnehmen. Mhm. Das Prinzip, eines der Urprinzipien eines guten Regierens ist führen und sammeln, aber eben auch führen. Sie sind ja Hanseat. Er ist Hanseat. Wie erklären Sie sich das, dass er das nicht beherzigt, was er in Hamburg als Prinzip aufgestellt hat, das mit der Führung nämlich? Weil er aus Osnabrück kommt. Ja. Ja. Das haben wir schon geklärt hier. Das haben wir hier mit Christian Wulff geklärt und er hat gesagt, er ist da nur geboren. Er ist dann aber eben entführt worden, ziemlich jung. Aber nee, ernsthaft, wie erklären Sie sich, dass er das nicht tut, was er in Hamburg ja so schön in Worte gekleidet hat? Führen. Ich bin nicht der Psychologe, der einen Deutungsprozess darüber anlegt. Jetzt sind Sie schon so weit gegangen, jetzt hätte ich gerne auch noch mal das. Ich kann es Ihnen nicht erklären, weil ich nicht in ihm drinstecke, weil wir uns auch lange nicht gesprochen haben. Ich halte ihn für ausgesprochen kompetent. Für sehr fleißig. Er ist in vielen Sachverhalten viel tiefer drin als andere. Er steckt da ein bisschen in Akkusativ oder Ablativ drin. Das scheint mir sehr gewiss zu sein. Ich halte ihn auf manchen politischen Feldern für völlig richtig orientiert, insbesondere was den Ukraine-Krieg betrifft. Da ist es mir sehr recht gewesen, dass wir es mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz zu tun haben. Aber in diesen Fragen glaube ich, dass kommunikativ und handwerklich enorme Fehler gemacht worden sind, die, ich wiederhole es, einen völlig richtigen Ansatz diskreditiert haben. So, der letzte Fehler, der passiert ist, ist, dass man versucht hat, das Verfahren im Parlament dann doch noch vor der Sommerpause irgendwie durchzubringen. Das hat dazu geführt, dass die Opposition irgendwann gesagt hat, nee, Leute, so nicht. Das geht zu schnell. Und einer ist da vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und der hat Recht bekommen. Und dann wurde dieses Gesetz gestoppt. Wie groß ist der Schaden, glauben Sie, der entstanden ist, dass das Bundesverfassungsgericht einen Kanzler und seine Truppe daran erinnern muss, so geht's nicht. Und die Fraktionen, Entschuldigung, die dahinter stehen auch. Der Schaden ist da, weil in der Öffentlichkeit deutlich gemacht worden ist, dass die Regierung hier mit einem komplizierten parlamentarischen Verfahren nicht ordentlich umgeht, was hier allerdings nicht das erste Mal passiert ist. Denn diese Kritik gibt es ja bereits, nicht zuletzt auch von der Bundestagspräsidentin Frau Baas selber. Es ist also ein wiederholter Fall. Aber vielmehr beklage ich, dass über diesen erfolgreichen Vorstoß eines einzelnen CDU-Abgeordneten der irrsinnige Skandal von Andi Scheuer über 243 Millionen Euro in den Hintergrund geraten ist. Ja, schon. Bringen Sie hier keinen Widerspruch. Das sind 243 Millionen Euro, das ist das eine. Das ist einer, der ein Gesetz versucht hat irgendwie oder eine Unterschrift. Aber das ist trotzdem ein anderer Schaden, der entstanden ist. Hier ja, der Schaden ist ja, der sagt ja das Parlament. Finanziell fällt der Schaden von Andi Scheuer mehr ins Gewicht. Das stimmt. Dieses hier ist ein Verfahrens, man kann auch sagen, ein klarer Behandlungsfehler des Parlaments in einem demokratischen Prozess. Man könnte es auch Missachtung nennen, oder? Ja, so weit würde ich nicht gehen. Das würde man dann auch anderen Regierungen schon vorwerfen müssen, die nicht unbedingt derselben Farbenlehre vorstehen. Wir reden ja jetzt über diese Regierung, also Missachtung des Parlaments? Ja, sagen wir mal, eine gewisse Geringschätzung, zumal es mehrere Male angemahnt worden ist. Und auch zum Schaden des Anliegens. Sie waren Bundesfinanzminister. Wir haben einen Bundesfinanzminister, der auf die Schuldenbremse besteht und alle zum Sparen zwingt. Sind Sie stolz auf Ihren Nachfolger? Nein, aber ich halte seinen Ansatz für richtig. Und zwar auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die Sie vorher gehabt haben über die Inflation. Dabei ist etwas in den Hintergrund geraten, der hauptsächliche Beitrag zur Inflationsbekämpfung, die ich für zwingend erforderlich halte, kommt von der Geldpolitik, also von der Europäischen Zentralbank. Ja. Aber es gibt, weil Sie danach gefragt haben, natürlich auch einen Beitrag der Regierung. Und das ist die Haushaltspolitik. Das heißt, die Haushaltspolitik muss parallel zur Geld- und damit der Zinspolitik der EZB dazu beitragen, dass wir von dieser hohen Inflation, die fatale Folgen hat, insbesondere für diejenigen, die reine Rentnerbeziehungen sind oder nur über verfügbare Einkommen als abhängig Beschäftigte verfügen, die sind darüber am meisten geschädigt. Das heißt, wir haben bei einer andauernden hohen Inflation erhebliche Verteilungskonflikte. Für wie gefährlich halten Sie das, wenn eine Inflation und gerade ist in diesem Monat wieder gestiegen? Für wie gefährlich halten Sie das? Ich halte es für sehr gefährlich, insbesondere wenn sie sich verfestigt, weil dann die Löhne die Preise jagen und die Preise jagen die Löhne. Das haben wir in den 70er Jahren gehabt und hat sehr lange gedauert.
und verschiebt auch in der Tat das Gefüge der relativen Preise. Und vor allen Dingen profitieren dann davon sehr einseitig Leute, die über Vermögensbestandteile verfügen, die eben nicht inflationsabhängig sind. Und die Vermögensdrift in Deutschland ist schon ein Problem. Und deshalb rate ich sehr dazu, das Thema der Inflationsbekämpfung sehr ernst zu nehmen. So, Sie haben gesagt, ein Teil liegt bei der EZB, die ja die Schwierigkeit hat, dass sie es für den gesamten europäischen Raum machen muss, wo die Sachen sehr unterschiedlich sind. Was kann denn die Politik machen? Was hätte denn der Finanzminister Steinbrück gemacht, konfrontiert mit diesen Inflationszahlen? Der wird den Haushalt weiter konsolidieren müssen. Insofern ist der Grundsatz oder der Ansatz von Herrn Lindner völlig richtig. Ja. Zumal auf Deutschland ja in der mittleren Perspektive ziemlich viele Haushalts- oder Finanzprobleme zukommen. Eines Tages gibt es nicht mehr den 100 Milliarden Sonderfonds für die Bundeswehr. Wir haben aber gerade in Vilnius zugesagt, an die 2% heranzukommen. Wir werden massiven Druck aus der demografischen Entwicklung auf die Sozialkassen haben. Wir werden die Corona-Schulden zurückzahlen müssen. Und wir werden mehr tun müssen für Klimaschutz. So, und das führt aber im Moment dazu, dass gekürzt wird. Es wird gekürzt zum Beispiel dann eben an Leistungen, die Kindern zugutekommen könnten. Es könnte sein, dass das wiederum den in die Hände spielt, die ganz am anderen Rand dieser Republik nach Stimmen suchen, wenn es nämlich der Eindruck entsteht, dass man das wegkürzt, was die Menschen zum Leben brauchen. Sehen Sie da nicht die Gefahr, dass Sparen, heftiges Sparen auch dazu führen kann, dass die Menschen das Gefühl haben, okay, ihr nehmt es uns wieder aus der Tasche. Dann reden wir. Sind schon diejenigen, die gerade viel Zeit bezahlen im Supermarkt. Dann reden wir über diejenige Position, wo man vielleicht sparen kann oder Veränderungen herbeiführen kann, die diese negativen Verteilungseffekte nicht haben. Zum Beispiel? Ich habe seinerzeit mal 2004 mit meinem damaligen Kollegen Roland Koch, Ministerpräsident Hessen, eine Subventionsabbauliste vorgelegt. Mhm. Ich erinnere mich an die Liste. Ich kann mich erinnern, dass das durchaus funktionierte. Ja. Ich würde zum Beispiel bei den Subventionen anfangen mit dem Abbau der umweltschädlichen Subventionen. Mhm. Dann kann ich mir vorstellen, dass man in der Tat an der einen oder anderen Stelle auch zu dem Ergebnis kommt, dass man Steuern erhöhen kann. Zum Beispiel die Erbschaftssteuer in Deutschland für hohe Vermögen. Macht die FDP das nicht? Ist mir im Augenblick gleichgültig. Sie haben mich nach Vorschlägen gefragt. Sie haben völlig recht, ja. Das heißt, die Erbschaftssteuer, die hat im Augenblick ein Aufkommen von ungefähr 7 bis 8 Milliarden Euro. Das sind 2% der jährlichen Erbschaften, die weitergegeben werden. Bei einer Erbschaftssumme von ungefähr 300 Milliarden pro Jahr. Das ist eine Landessteuer. Die würde ich zweckgerichtet dann das Mehraufkommen attestieren, dass das an die Bildung geht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmte Sozialleistungen gibt, die ich insgesamt nicht abbauen will, aber wo ich die Sozialleistungen stärker an der Bedürftigkeit orientieren würde. Insofern bin ich sehr einverstanden mit dem Vorschlag von Frau Paus, dass das zu versteuernde Einkommen, das dann profitieren sollen vom Elterngeld, erst ab 150 oder unterhalb von oder bis zu 150.000 Euro. Und nicht bis zu 300 wie bisher. Nicht bis 300.000, halte ich für völlig richtig. Ein verfügbares oder ein Einkommen vor Steuern von 150.000 Euro ist ein Bruttoeinkommen von 170.000, 180.000, darf der Staat sich hinstellen und sagen, wir sind nicht dazu da, als Staat mit dem Steuerzahlergeld alle Widrigkeiten für alle Menschen in Deutschland zu lösen, sondern ausschließlich für die Bedürftigen. So, das sind Vorschläge auf der Einnahmenseite. Das Problem mit diesem Schuldenstand ist, dass die Ausgabenseite leiden kann und damit die Investitionen. Viele sagen, der deutsche Standort leidet gerade unter sehr vielen Belastungen. Kanzler Scholz ist total optimistisch wiederum. Der glaubt an ein Wirtschaftswunder. Er sagt, unser Land steht vor einer guten Zukunft. Wegen der hohen Investitionen in Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 50er und 60er Jahren geschehen. Das war das Wirtschaftswunder. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie die Wachstumsraten von damals kennen. Wir waren bei 8%, in der Spitze auch mal bei 12. Sind Sie so optimistisch wie dieser Kanzler, dass wir da gerade jetzt hinkommen in den nächsten Jahren? Nein, aber das ist eine Statistik, die Sie ansprechen. Damals kam man von einer ganz anderen Basis. Er hat es angesprochen, nicht ich? Ja, aber Sie haben mich ja nach diesen Wachstumsraten gefragt. Und diese Wachstumsraten kamen natürlich von einer ganz anderen Basis. Insofern sind damals 8% etwas anderes, als wenn Sie heute 8% erzielen müssen. Der Kanzler aber scheint richtig ist, dass ich ihm in dem Punkt nicht widerspreche. Ich füge allerdings hinzu, dass ich glaube, dass durch massive Veränderungen auch im globalen Maßstab das Wirtschafts- und Wohlstandsmodell Deutschland ziemlich unter Druck kommt. Es gibt kaum ein Land, das über die globalen Veränderungen so betroffen wird wie dieses sehr energie- und rohstoffabhängige und industrielastige Land, das in dem Augenblick, wo sich die Phase der Geoökonomie abgelöst sieht durch eine Phase der Geopolitik,
wo also viele Länder dazu übergehen, Wirtschaft, Handel, Technologieentwicklung, Ressourcensicherung ihrer nationalen Sicherheit zuzuordnen, insbesondere ein so exportlastiges und energie- und rohstoffabhängiges Deutschland unter enormen Druck kommt und wir wirklich sehr viel tun müssen, um dieses Wohlstandsmodell zu erhalten. So, und das heißt, dass wir erst einmal erhalten, aber nicht die Wachstumsraten haben, die der Bundeskanzler in den nächsten Jahren. Das klingt ein bisschen wie die blühende Landschaft, dachte ich am ersten Moment. Wie sehen Sie das? Nein, ich mache das nicht dingfest, ob wir 2 oder 3% Wachstum haben, sondern ob dieses deutsche Wirtschaftsmodell weiterhin vor dem Hintergrund massiver Veränderungen wettbewerbsfähig ist. Und da stellen wir fest, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren nicht so gut waren, wie wir hätten sein müssen. Würden Sie einen Industriestrompreis für angemessen halten, damit Nein. die deutschen Industrien wieder wirtschaften können? Nein, weil das wäre eine Subvention, die ich im Augenblick für deplatziert hielte. Ich glaube, dass wir investieren müssen in Digitalisierung, dass wir in der Tat sehen müssen, wie die Rahmenbedingungen für Investitionen sind. Wir müssen mehr tun für Unternehmensgründungen. Wir werden mehr tun müssen für Bildung, eindeutig als Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Integration. Wir werden mehr tun müssen für den sozialen Wohnungsbau. Wir werden mehr tun müssen für die Beseitigung der Kinderarmut. Und wir werden nach Lage der Dinge etwas tun müssen für eine demografiefeste Altersversorgung. Und dann sehen Sie, welche enormen Verteilungskonflikte auf dieses Land zukommen, alleine bezogen auf konkurrierende öffentliche Ausgabebereiche. Sie haben gerade den Krieg angesprochen, den Krieg in der Ukraine und die geopolitischen Veränderungen, die da eben mitkommen, auch durch diesen Krieg in der Ukraine. Sie kennen Wladimir Putin. Wir haben gefunden, dass Sie ihm einmal die Hand geschüttelt haben. Wahrscheinlich war es öfters, aber hiervon gibt es ein Bild. Das war im Rahmen eines G8-Außenministertreffens in Moskau. Glauben Sie, man kann mit diesem Mann verhandeln, sodass sich auch das, was geopolitisch gerade uns so beschränkt, dieser Krieg, dass der irgendwann mal in den absehbaren Zeiten wieder zu Ende kommt? Ich glaube, dass man nicht mit ihm verhandeln kann. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es nicht, weil ich den Eindruck habe, dass er von einer fast imperialen Mission getrieben ist, den alten Macht- und Einflussbereich der alten Sowjetunion wiederherzustellen. Dass das quasi eine Art historischer Mission ist, die er fühlt. Und dass es deshalb sehr schwer ist, auch nach den verbalen Attacken und seiner erkennbaren Kontra- oder Gegnerschaft gegenüber dem westlichen Demokratiemodell nur sehr schwer zu erreichen ist. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe im Augenblick keine Perspektive, dass man mit ihm verhandeln kann. Auch aus der Sicht der Ukraine, weil sie darauf Wert legen müsste, die vollständige Integrität und staatliche Souveränität wiederzuerlangen. Und das kollidiert eindeutig mit dieser historischen und obsessiven Mission. Finanzminister waren Sie damals. Das nur noch mal dazu. Was ist dann die Lösung? Nochmal? Was wäre dann Ihre Lösung zu diesem? Ich glaube, dass man dazu beitragen muss, durch jedwede Unterstützungsmaßnahme, militärisch, diplomatisch, wirtschaftlich, dass es zu einer Art Erschöpfung kommt. Und dass darüber intern in Russland eventuell Machtverschiebungen stattfinden, wo am Ende wahrscheinlich dann ohne Putin es möglich ist, einen Modus vivendi zu finden. Aber ich glaube, dass das noch länger auf sich warten wird. Herr Steinbrück, Sie sind seit 7 Jahren nicht mehr in der Politik aktiv. Vermissen Sie das eigentlich ab und zu? Nein, ich bin nicht süchtig. Das verstehe ich. Aber wenn Sie sehen, was in diesem Land passiert, dass zum Beispiel an dem rechten Rand eine Partei mit Umfragewerten dann zweistellig in die Höhe schießt, haben Sie manchmal das Gefühl, Sie müssten da rein oder Sie wollten da rein oder man würde etwas dagegen tun müssen? Sie wollen jetzt wissen, ob ich 2025 nochmal antrete? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eher wissen, ob Sie ein Rezept hätten, wie man umgeht mit einer AfD zum Beispiel. Nein, es gibt kein einfaches Rezept. Und die einfachen Erklärungen, es sei nur die mangelhafte kommunikative oder handwerkliche Ausstellung der Bundesregierung, ist mir auch zu dünn. Ich glaube, dass es lange Linien gibt, noch aus alter DDR-Zeit. Einige würden sogar sagen, wie die Autorin, die ein sehr gutes Buch geschrieben hat, Ines Geipel, Umkämpfte Zone, dass es auch zu tun hat mit fast 57 Jahren Diktaturerfahrung seit 1933, einer Verfestigung auch autoritärer Strukturen und Sehnsüchte, mit einer Geringschätzung, mit einer Demütigung auch weiter Teile der Bevölkerung in den neuen Ländern und der Tatsache, dass die sich nicht ausreichend repräsentiert fühlen, auch mit ihren Anliegen und auch mit teilweise ihren tradierten Rollenmustern für Frauen, Familie, Genderfragen und den Eindruck haben, sie werden davon nur verunsichert.
Und das lässt die Sehnsucht nach einer Art autoritärer Versicherung oder Instanz doch wachsen und führt zu diesem Zulauf zur AfD. Und das heißt, wir sitzen es aus oder was macht man? Nein, ich glaube, dass man aber nicht nur alleine mit Geld das wird beseitigen können, sondern mit einer sehr beharrlichen Arbeit, wo ich mir gewünscht hätte, dass übrigens auch eine Nachfolgepartei der SED wie die Linkspartei über die letzten Jahrzehnte sehr viel mehr zum Aufbau demokratischer Überzeugungen und eines Selbstbewusstseins in den neuen Ländern beigetragen hätte, statt nur auf unzufriedene Wähler zu zählen, die sie jetzt alle abgeben an die AfD. Ich würde gerne zum Schluss noch einmal ins Jahr 1993 zurückgehen. Da sind Sie gerade Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein geworden und Sie hatten Freizeit, aber nicht viele, aber die haben Sie so verbracht. Dieses Spiel hier, Carambolage, ist das eine Art Übung, im Kabinett Profil zu gewinnen? Nein, reine Entspannung. Darüber kann ich einen ganzen Tag vergessen, wenn ich abends meistens alleine hier mit mir Billard spiele. Das stört allenfalls meine Töchter, weil sie das Klackern hören. Und ich habe immer gedacht, Sie spielen Schach. Beides. Da klackert weniger beim Schach. Ja, lange ist da her. Kann man auch nicht schummeln. Herr Schaumburg, wir haben das heute erfahren, die Ministerin, bei der Sie damals Wirtschafts- und Finanzminister später dann waren, aber erst Wirtschaftsminister, Heidi Simonis, ist gerade gestorben mit 80 Jahren. Was verlieren wir mit ihr? Eine sehr profilierte Frau, die, glaube ich, als erste Ministerpräsidentin in Deutschland eine Art Eisbrecherfunktion hatte, dass Frauen in der Politik in höchste Regierungsämter aufsteigen können. Ich hielt sie für eine erfreulich unkonventionelle Ministerpräsidentin oder Politikerin mit sehr sympathischen Seiten. Ich kannte sie bereits seit Anfang der 70er Jahre so lange, als sie noch kommunalpolitisch in Kiel tätig war. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, weil es vollständig sein sollte. Gegen Ende meiner Amtszeit, 5,5 Jahre in Schleswig-Holstein, in Kiel, da haben wir uns in manchen Positionen auch auseinanderentwickelt. Aber eine Vorkämpferin bleibt sie? Eindeutig ja. Höchst erfolgreich, höchst populär. Ich glaube, über 12 Regierungsjahre. Und wie ich finde, zu Recht schwer gedemütigt durch einen Angriff aus der Kulisse bei einer Ministerpräsidentenwahl, wo die Verhältnisse bis heute nicht richtig geklärt sind. Das hatte sie nicht verdient. Danke dafür. Danke, Per Steinbrück, dass Sie heute hier waren.